Hey Leute, cool, ihr seid auch hier am Start. Perfekt. Dann willkommen bei 1, 2, 3. Schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie bin ich heute mal wieder unterwegs. Hey Leute. Heute ist es soweit. Heute sind wir auf die letzten 20 Kilometer vom Rheinsteig aus. Da laufen wir heute die dritte Etappe. Die hat mit dem Startpunkt aus ca. 20 Meter heute vor uns. Richtig mega Bock, heute den Rheinsteig zu beenden. Mein nächstes großes Wanderprojekt wird heute das Ende finden. Ich bin mega gespannt auf diese Tour. Ich hab mega Bock drauf, ich hab mega Energie, mega Power, mega Kraft. Also Leute, kommt mit mir auf die letzte Etappe vom Rheinsteig. Beendet mit mir den Rheinsteig. Vor uns geht's hier vorne erstmal ein Stück berg hinauf in einen schönen Herbstwald. Ja, hier hat jemand ein schönes kleines Lager gebaut. Können wir theoretisch, wenn man das noch besser abdichten würde, mit Moos hier, hat er schon gut angefangen, können wir theoretisch auch noch ja, übernachten. Das wäre eine Top-Location, wenn es fertig wäre für Regenschutz und darunter zu verstecken. Jetzt soll es mal schön und richtig gerne natürlich sowas bauen hier. So ein kleines Lager hier. Ja, sieht echt cool aus, Leute. Kommen wir kurz mal rein, bevor wir jetzt weitergehen. Ist doch nicht sehr groß hier, dieses Lager hier. Aber doch schon eine coole Location. Ja Leute, wie ich finde, gerade die Jahreszeit habe ich auch mal erwähnt, bestimmte Atmosphären. Der Herbst hat einfach extrem geile Farben, wie man hier gerade sehen kann. Lasst einfach mal diese Farben von dem wunderschönen Herbstwald auf euch wirken, Leute. Ja, für uns ist aktuell ein kleines Stück Berg nach oben, ist noch locker machbar. Hier Leute, nochmal zur Info für euch. Solltet ihr jeweils in einer Notlage durch einen Unfall oder andere Sachen befinden, nochmal. Hier gibt es einen Standort. Hier könnt ihr halt anrufen, natürlich die ganz normale Rufnotnummer und dann hier den Standort durchgeben. Da man ja oft nicht weiß, wo man genau ist im Wald, wenn man mal einen kleinen Unfall hat oder jemand sich verletzt hat. Man sieht das halt, um dieser Person zu helfen. Sie ist hier ganz wichtig, mal zu wissen, das mal anzugucken, ja, zum Beispiel auch dann mal Hilfe holen zu können, Leute. Ah, hier kann man uns erstes Ziel sehen heute, auf der Tour Auge Gottes, ca. 1,2 Kilometer noch von hier entfernt. Mal schauen, was Auge Gottes doch ist. Leute, so ist auch mal zum Decken in so einem Wald. So abgestorbene Bäume. Ich vermute mal bestimmt durch den sogenannten Borkenkäfer sind die beschädigt. Die werden, denke ich, demnächst gefällt oder auch halt natürlich durch Stürme im Herbst demnächst auch umkippen, vermute ich mal, sehr stark. Aber es gibt nichts dazu, zu der Natur.
so ist die Natur halt, ne? Sie gibt viel und nimmt auch wieder Sachen. So ist das, bleibt was im Kreislauf. Natürlich halt einfach zum Leben dazu. Wie bei uns auch. Wie Menschen leben, wie Menschen sterben. So auch die Natur. Die Natur stirbt und lebt. So hat man einen perfekten Kreislauf. Momentan gehen etwas weiteren. Ich meine, natürlich momentan gehen etwas breiteren Weg entlang. Ist jetzt die Tour sehr, sehr angenehm. Und ja, vor allen Dingen auch, ihr wisst ja, ich liebe es einfach so sehr, in der Natur unterwegs zu sein, die Klänge in der Natur zu genießen. Leute, es dürfen hier bei Auge Gottes sein. Hier gibt es Weghinweise, wie man gleich weitergehen muss. Eine Bank, eine Mülltonne haben wir hier. Und hier, das ist wohl das Auge Gottes. Okay. Wenn ihr schön sehen kann, Leute, hier oben. Ah, hier gibt es ein paar Teelichter. Im Hintergrund so ein kleines Kreuz. Und hier, mal gucken, was hier so. Okay, wegen Brandgefahr für Sommerzeit. Hier hat man dann so ein Bild vom Jesus Christus mit seinem schweren Kreuz auf dem Rücken. Das sieht dann gar nicht so schlecht aus hier. Oh Gott, das, ich glaube für Menschen, die so auf Pilgertour sind, ist sowas hier ein schöner Ort, um ja mal abschalten zu können und ihren Glauben ein bisschen, ja, zum Glauben zu finden oder wie man es nennen mag, auch immer. Das ist auch mal sehr interessant, dass mitten im Wald wo plötzlich wie aus dem Nix so ein Kreuz hier auftaucht. Okay. Oh Leute. Der 9. 1888, hier muss ich mal reinziehen, sind hier zwei Brüder verunglückt. Krass, Leute. Heftig, 1988. Ja, fragt man sich, wie die hier verunglückt sind. Aus welchem Grund hier, ob hier. Weil vielleicht war das hier irgendwie ein Eingang für eine Höhle oder irgendwas. Oder weil es sieht aus, als ob es hier zugeschüttet wurde hier. Das ist irgendwie. Das ist jetzt ein Höhleneingang oder irgendwas gewesen mal hier. Und das Haar hier vielleicht. Wer weiß das schon. Das wirkt nämlich so, wenn man hier vorsteht und da guckt, ist das irgendein Höhlengang gewesen. War schon krass aus, finden Leute hier im Wald. Ja, hier kommen wir zu dem nächsten Gelegenheit, eine Pause anzulegen. Hier vorne direkt wieder ein Kreuz mit Jesus. Und ich glaube, ich lag eben da oben gar nicht so falsch. Dass da oben vielleicht wirklich ein Eingang war für den Bergbau. Wir haben hier das typische Zeichen für den Bergbau. Das war wahrscheinlich echt ein Eingang gewesen, wo wir eben oben gewesen sind. 1874 steht hier unten auf. Hier könnt ihr genau sehen. 1874. Ich vermute echt mal, dass da oben
wo wir irgendwas Kreuz gefunden haben, dass da so ein Bergbaueingang war und wo dann diese beiden Brüder verstorben sind. Hier haben wir auch eine kleine Info drüber. Leute, wir sind genau hier vor so einem Eingang, so eine Kupfererzmine. Tisch abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, da ging es dann halt hier rein und da um die Ecke weiter. Da kommt aber leider nicht rein. Da hätte ich richtig Bock mal reinzugehen, mir das mal anzugucken von innen. Ich glaube, da oben in der Ecke, wo es gerade hinläuft, ist so eine alte kleine Kerze, die man auch sehen kann. Es wäre echt geil gewesen, hier reinzukommen, aber ist leider nicht möglich, Leute. Leute, aktuell befinden wir uns am Weg zur Erpalei. Sind von hier aus noch ca. 6,7 Kilometer. Suchen wir aber auf dem Weg jetzt einen kleinen Punkt, wo ich eine Pause machen kann. Da findest du irgendwie eine Bank oder irgendwas, wo ich mir was essen und trinken kann. Von uns geht es hier vorne erstmal hier weiter entlang. Leute, ich kann echt mal einen krassen großen Pilz hier sehen. Aus dem Baum herauswachsen. Ich esse gerade ein paar leckere Nüsse. Warum geht es hier runter erstmal lang? Das ist eine Baumallee. Ja, vor uns geht es aber gleich hinunter des Berges. Und hier entdeckt man schon wieder. Schön ist hier. Zumindest für Leute, die am Gott glauben, sowas halt. So eine Maria-Statue. Entdeckt man hier. Ich habe heute echt schon viele Symbole von Gott entdeckt. Da vorne ist auch ein Kreuz hier, an deiner Ecke zu sehen. Ich habe auch nicht begreifen, ich habe so viele Marienstatuen oder auch Kreuze von Jesus Christus entdecken darf. Und direkt hier an der Straße, Leute, kommt hier direkt ein Wasserfall. Ja, nach dem Wasserfall schlägt man sich erstmal hier hoch. Schauen wir uns, wie dieser Weg jetzt hinführt. Muss ein bisschen darauf achten, da es jetzt immer noch geregnet hat, dass hier etwas rutschig der Aufstieg gerade. Also muss man gut Acht geben, Leute. Ja, das Wasser, was hier gerade entlang fließt, läuft zum Wasserfall hinab. Das haben natürlich Menschen vor, vor mehreren Jahren angelegt, vielleicht sogar vor 100 Jahren. Kann ich das natürlich jetzt aktuell gerade nicht sagen. Aber die ist schon hier gar nicht mal so schlecht aus hier. Die Platte, das Wasser entlang fließt. Leute, inzwischen hat der Regen eingesetzt, aber hier oben nochmal so eine schöne Aussicht. Ah, das war cool von hier oben, Leute, aus. Im Hintergrund, die ich schon erkenne, der Rhein. Ja, so, wir haben jetzt ca. 3 Kilometer bis zur Erpalei vor uns. Man ist gut geschützt eigentlich hier im Wald vom Regen. Ich habe jetzt auch meine Rucksack. Das ist ein alter Kamin. Okay, krass. Heftig. Ich war schon mal ein Lost Place gewesen hier. War in der Fabrik oder irgendwas gewesen mal. Krass. Wie gesagt, ich habe meinen Rucksack auch mal eingepackt. Extra so eine kleine Regenjacke mit. Für meinen Rucksack. Der ist ja wasserdicht. Aber um noch besser schützen zu können,
weil ich direkt packe schon immer dann meine Rennjacke aus, ziehe das den Rucksack an und so ist der Wassertier-Rucksack noch mehr geschützt vom Regen, Leute. Aber das ist ein richtig schmalen Weg nach oben. Noch 2,5 Kilometer bis zur Erpalei. Und das verfrischt echt viel Spaß, dieser Weg hier. Mit vielen Wurzeln, die hier im Boden sind. Ich denke mal, stark Regen kommt hier bestimmt auch ein richtiger Fluss runtergeschossen. Des Weges hier. Ich laufe ein kleines Stück über eine Pferdekoppel. Sind zwar keine Pferde gerade zu sehen. Hab gerade eben auch eine coole Station gefunden, wo ich schon Honig geholt habe. Echten Rheinsteig-Honig. Da habe ich mir schon bei den beiden letzten Etappen vom Rheinsteig geholt. Und zwar bei der 20. 21. Da ist mir auch vor circa ein Jahr auch leckeren Rheinsteig-Honig gegönnt. Den möchte ich auf Apple mal zeigen, den Honig. Und ja, gibt es auch leckeres Trinken. Bei Erpalei habe ich noch mitgenommen, was es zu trinken gibt. Bei Erpalei werde ich nachher sehen, auf jeden Fall was echt Leckeres mal wieder. Ne? Kann ich schon denken, weil ich gleich trinken werde. So, wir verlassen jetzt wieder dann die Pferdekuppel. Wir gehen uns weiter in den Wald hinein. Sollen von hier aus noch ca. 1,4 Kilometer sein, bis wir die Erpalei erreicht haben. So Leute, jetzt sind wir genau auf der Erpalei. Hier hat es vor ca. 2 Jahren angefangen. Hier reinsteig, ungefähr ja fast am Ende der dritten Etappe schon. Bin dann von Rehmagen mit Schiff aus rübergefahren und hab komm, ich geh jetzt auf den Berg hoch. Und hier oben habe ich dann den Rheinsteig entdeckt, mich darüber informiert, ja, habe mich einfach in den Rheinsteig verliebt und bin halt von der dritten Etappe bis zur letzten Etappe gewandert. Ja, und heute komme ich hier nochmal hin an den Ort, wo ich das alles begonnen habe, den Rheinsteig. Gleich, es gibt auch lecker Trinken, aber ich werde euch erstmal die Aussicht zeigen von hier oben. Hier oben gibt es noch einen Parkplatz, also wenn man mal keinen Bock hat, hier hochzulaufen, kann man natürlich auch mit seinem Auto hier hinauffahren. Ja, wie ihr auch hören könnt, Tante Helga meldet sich auch wieder zu Wort. Immer unpassend, so ist Tante Helga, wie wir ja schon kennen, ne? Helga, Schnabel. Und zwar hast du leiser gestellt. Ja, und hier gibt es erstmal einen schönen Blick von der Erpalei auf den Vater Rhein. Unten fährt auch eine Fähre entlang. Ja, hier unten hat man dann die berühmte Brücke von Rehmagen. So Leute, ich habe ein bisschen gemütlich gemacht. Hier erstmal diesen Honig hat man besorgt hier. War so ein kleines Häuschen gewesen, wo man 4 Euro reinschmeißen konnte und dann sich den originalen Rheinhonig mitnehmen kann. Richtig geiler Honig, kann ich euch nur empfehlen. Ja, hier, das Glas kennt ihr noch, ist mein Mondschein. Erkennt man es eigentlich für die Schrift jetzt hier. Mondschein wilde Beere. Hier oben könnt ihr es nochmal lesen. Ja, und den habe ich schon jetzt zwischendurch mal getrunken. Ja, das ist echt ein leckeres Getränk. Leute, trinken wir heute zum Abschluss der allerletzten Etappe auf den Rheinsteig, auf den Rheinsteig, auf uns und auf den Weltfrieden, der vielleicht irgendwann mal in der Zukunft kommen mag. Auf den Weltfrieden, auf den Rheinsteig, auf die Menschheit, auf uns. Ach, der Duft ist so geil. Ja, wir haben jetzt die Erpalei verlassen, laufen jetzt hier
gemeinsam diesen schmalen Weg herunter. Und circa 3 Kilometer vor uns. Mal gucken, was treffen wir auf einen schönen Aussprung gleich noch, wenn wir Glück haben. Zum Abschluss der heutigen Tour. Auf jeden Fall echt genial. Ja, das ist quer an meiner uralte Bahnbrücke. Echt schon krass aus, das ist ein richtig altes Bauwerk. Richtig genial aus, das Bauwerk hier. Und für uns geht es dann hier wieder erstmal berg nach oben. Ja, hier oben auf dem Hügel entdeckt ein altes Lost Place Gebäude. Gibt es aber wohl keinen Zugang mehr. Schon schade. Ich habe mir angeguckt, das Lost Place Gebäude von innen. Wir müssen jetzt Wohnung. Hier runter das. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Ja genau, das ist hier runter lang. Und vor uns liegt das noch eine schöne alte Burg, die ich das zufällig entdeckt habe hier. Sieht echt schon cool aus. Gibt es hier ein paar Statuen, schön sehen kann. Und von hier aus doch nochmal einen guten Blick auf den Rhein hinunter. So Leute, jetzt kommt es zum Ende. Die 3. Etappe, habe noch ca. 900 Meter vor mir. Hier beende ich auch den Rheinsteig komplett. Ich bin Rheinsteig von damals zu Ende gelaufen. Mir hat jetzt nur noch die 1., 2. und 3. Etappe gefehlt. Die 3. beende ich heute hiermit. Ja, dann ist das nächste große Wanderprojekt bei mir abgeschlossen. War eine mega, mega geile Tour. Vielen tollen Aussichten. Das ist ein wunderschönen Herbstwald. Hat richtig viel, viel Spaß gemacht, Leute. War richtig mega geil. Unter uns hat man gerade die Bahn entlang fahren. Da muss ich jetzt runter. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich für euch und für mich heißt. 1, 2, 3. Schon. Unterwegs. Hallo. Mit voller Power, voller Kraft und voller Energie war ich mal wieder unterwegs. Ja, zum guten Schluss nochmal eine Aussicht. Ganz unten muss ich runtergehen gleich, wie schon eben erwähnt,